Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Dee und wie ihr sehen könnt, zocken wir heute die deutsche Version von Fantasy Trainer, nämlich Super Trainer oder auch Trainer Go. Eigentlich wollte ich schon früher aufnehmen, aber mein Programm ist ein bisschen gespannt, deswegen jetzt. Tut mir leid, dass es ein bisschen später kommt. Naja, jedenfalls der liebe Bonbon Bohammers, der liebe Prinz de Russia hat mich mal gefragt, ob es eine Möglichkeit gibt, schnell an Shards zu kommen oder auch allgemein an A2-Shards. Und ob es eine Möglichkeit gibt, viel Vitalität anzuspannen für diese Vitalitätsmomente, Events, wie es gestern eins gab. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal ein paar Modi an, wo man Shards bekommen kann. Damit fangen wir an. Zum einen im Gashapon, hier im hochwertigen Gashapon, wenn man 10-fach 10 macht, hat man eine große Chance, Shards rauszubekommen. Sowas wie Giratina, Riolu, Metagross oder sowas. Also im Grunde alles, was du nicht brauchst und in allgemeine Shards umwandeln kannst. Leider braucht man ja 10 allgemeine Shards für einen normalen Shard, sozusagen. Aber besser als gar nichts. Und hin und wieder hier mal ein 10er Spin zu machen, lohnt sich auf alle Fälle. Deswegen bekommt man hier schon mal ein bisschen was dazu. Dann schauen wir uns aber direkt die Modi an. Hier gibt es beispielsweise nichts. Aber hier, beim Duell gibt es zum Beispiel die Arceus Shards. Je nachdem welcher Platz du bist, kann man bis zu, glaube ich, 10 Stück oder sowas. Ja, genau, 10 Stück bekommen. Am Ende, jeder von euch wird sich wahrscheinlich denken, okay, es lohnt sich nicht. Und vor allem, wenn sie jetzt hier 210 aufwärts sind, denken sie, okay, lohnt sich nicht. Scheiß drauf. Aber ihr bekommt hier diese Arena-Währung. Und hierbei will ich euch sowieso empfehlen, gehen wir mal in den Laden. Wo haben wir es da? Diese immer für Arceus auszugeben. Denn selbst wenn ihr nur 200 bekommt, könnt ihr euch eins kaufen. Am nächsten Tag kriegt ihr wieder 100, da habt ihr also schon mal 300, da könnt ihr euch eins kaufen, hier unten aktualisieren, dann nochmal eins kaufen, also an und für sich lohnt es sich schon. Ich mache das auch, deswegen schauen wir uns einfach mal an, wie viele ich jetzt schon habe. Genau, 36 Arceus-Shards, ich zocke seit einer Woche. Dann, andere Modi, wo man noch was bekommen kann, ist beispielsweise der Duellturm. Hier hat man die Möglichkeit, gleich allgemeine Shards zu bekommen, natürlich immer nur so 2-3 Stück oder sowas. Aber wenn man jetzt 2-3 Monate zockt, lohnt sich das auch. Dann gibt es hier natürlich noch die Pokémon-Liga. Hier hat man ähnlich wie beim Gashapon die Möglichkeit, Shards zu bekommen. Genauso, also so wie Riolu-Shards oder auch Arctos-Shards. Genauso hier unten in der Arena-Herausforderung. Leider kann man hier beispielsweise erst ab Stufe 50 rein. Also es ist natürlich immer ein bisschen levelabhängig. Aber was auch noch eine gute Möglichkeit ist, ist nämlich hier... ist hier die Monster-Revolte. Hier hat man die Möglichkeit, Mew, Kyogre oder Lugia-Shards zu bekommen. Alles nicht verkehrt. Mew bekommt man am Anfang, deswegen kann man das wunderbar in allgemeine Shards umwandeln. Lugia kann man sich fangen, und zwar hier im Pokémon-Gebiet. Also kann man das auch in allgemeine Shards umwandeln. Kyogre lohnt sich anzusparen, ist ein Top-Pokémon, aber zumindest kann man 2 von 3 der Shards oder möglichen Shards, die man bekommt, dann hernehmen und umwandeln. Aber an dieser Stelle muss ich euch sagen, tut mir leid, lieber The Russia, es gibt keine Möglichkeit, wirklich schnell an Shards zu bekommen. Es gibt ja auch zum Beispiel noch die Events, aber hierbei, muss man 10er Spin machen oder sich Diamanten kaufen oder ausgeben. Also man sieht schon, das hier ist wirklich entweder die Höchstklasse, die Master League, sage ich jetzt mal. Denn jetzt beispielsweise auf meinem anderen Account, wo ich jetzt schon 6 Millionen Power habe, oder knapp 6 Millionen Power mit meinem Main-Team und in der Monster-Volte auch relativ viel schnetzeln kann, bekomme ich teilweise 600 Diamanten. Ja. Und insgesamt am Tag 1000 Diamanten, ohne dass ich irgendwas dafür ausgeben muss. Diese kann ich dann im Gashapon hernehmen oder bei den Events, um mir Shards zu bekommen. Und natürlich besiege ich auch mehr Pokémon, da kann man kann insgesamt 30 Shards bekommen. Ich bekomme zurzeit so 20. Die kann ich dann allgemein umwandeln, aber letzten Endes gibt es keine wirklich schnelle Art und Weise, an Shards ranzukommen. Das sind die einzigen Möglichkeiten, wo ihr Shards bekommt, ganz egal ob allgemeine oder A2-Shards. Aber ihr seht ja schon, bei mir geht es ganz gut voran. 36 habe ich schon, insgesamt noch 98 allgemeine. Also sage ich jetzt mal 10 A2-Shards habe ich noch so, also knapp 50, ein Viertel habe ich. Und das jetzt nach einer Woche. Aber wirklich, wie gesagt, einen wirklich richtig schnellen Weg gibt es da leider nicht. Tut mir leid. Dann, wie gesagt, Arceus-Shards. Hier am besten alles, was ihr in der Arena bekommt, für Arceus ausgeben. Und alles, was ihr nicht braucht, sowas wie Giratina, Darkrai,
können die deine allgemeine Shards umwandeln. Was ich euch aber empfehlen kann, zwei Shards nicht umwandeln, und zwar diese zwei Shards von Schabelle oder Schlinking oder wie sie im Englischen heißen, Pheromonia und Gaslord. Denn A braucht man hierfür 400, B bekommt man diese, wenn jetzt nicht gerade das richtige Event ist, nur durch den World Boss. Und C wollt ihr die ja schließlich auch haben, und deswegen, wenn ihr die, je mehr ihr von denen umwandelt, desto länger dauert es, diese zu bekommen. Genau, das nächste, was mich gefragt hat, war Vitalität. Für dieses Event gibt es da eine Möglichkeit? Ja, es gibt eine Möglichkeit, aber leider keine wirklich produktive. Diese lohnt sich nämlich nur, wenn ihr auf Max-Level seid und die Erfahrungspunkte auch nicht mehr braucht. Denn, ihr seht ja, wenn ihr oben auf Vitalität klickt, bam bam, dass ihr nach einer bestimmten Zeit immer Vitalität bekommt. Und komplett aufgefüllt ist es jetzt bei mir nach einer Stunde 23, da habe ich 114. An und für sich, wenn ihr wisst, sage ich jetzt mal in der Woche oder sowas, kommt dieses Event oder am nächsten Tag kommt dieses Event, könnt ihr hier bei den Aktionen wie Katschus Freundschaft einfach alles einsammeln und keine Vitalität ausgeben. Hierbei bekommt ihr rund 100, somit 300 plus die, die ihr habt, also bei mir werden das dann insgesamt 414. Am nächsten Tag macht ihr genau dasselbe, hättet ihr schon mal 800. Aber diese, da es ist ja hier bei Aktionen, sprich bei den Events, und mit den Events wollen sie mal Geld einnehmen, da die App ja kostenlos ist. Das ist nämlich der Trick bei denen. Hier oben, wenn ihr kurz draufklickt, könnt ihr euch für Diamanten Vitalität kaufen. Und darauf wollen sie, das wollen sie erreichen. Sie wollen, dass ihr hier alle eure Diamanten ausgibt für Vitalität und euch dann, wenn es nicht reicht, noch mal ein paar Diamanten für Geld kauft und noch mehr Vitalität auszugeben. Gleichzeitig könnt ihr auch hier, je nachdem welchen VIP-Rang ihr habt, könnt ihr hier mehr kaufen. Darauf wollen sie auch hinaus, dass ihr möglichst dann viele Diamanten kauft, um VIP-Rang aufzusteigen, um dann mehr Energie kaufen zu können. Zum Beispiel, ich kann 5-mal, mit einem anderen Account kann ich glaube ich 10-mal oder noch ein bisschen mehr. Ja, aber das geht halt gescheit ins Geld. Dann könnt ihr auch effektiv bei diesen Events mitmachen. Ansonsten, wie gesagt, gibt es keine Möglichkeit, wenn ihr herausfindet, dass jetzt in ein paar Tagen dieses Event da ist, dann natürlich schauen, dass sie nichts ausgibt. Es gibt aber auch Event-Items. Normalerweise könnte man oder kann man diese bam, bam, hier kaufen. Im Englischen gibt es das. Hier wird das wahrscheinlich auch demnächst eingeführt. Das sind kleine Donuts. Mal schauen, habe ich hier gerade einen? Nee, leider nicht. Genau, das sind nämlich kleine Donuts oder auch, das gibt es ja jetzt mal Hamburger. Die Donuts bringen 30 Vitalität, die Hamburger 60. Die könnt ihr ansparen oder sammeln. Gibt es hier gerade irgendwo ein Event, wo man die sehen kann? Ich glaube leider nicht. Oder hätten wir hier noch irgendwas? Bam, bam. Naja, also ihr seht schon, leider gibt es momentan nicht. Ist ab und zu bei Events erhältlich, da könnt ihr da am besten zugreifen. Oh, das hier ist nicht schlecht. Egal, wir sparen. So viel dazu. Dann, da ich es gerade gesehen habe, noch was zu diesem Event hier. Ich kann euch empfehlen, wenn ihr es nicht unbedingt auf ein Pokémon hinspart, könnt ihr das ruhig nutzen. Das hier unten lohnt sich leider nicht. Hier Level 3 und Level 5 Trage-Item. Um 1 Stufe 9 zu bekommen, braucht ihr knapp 300 für Stufe 1, deswegen lohnt es sich nicht. Auch das hier könnt ihr machen, aber ich würde hier 10 allgemeine Schatz und 50 Diamanten ausgeben müssen und ich brauche die momentan. Aber meiner Meinung nach ist das ein gutes Event. Das hier in der Mitte, denn das hier kann euch im Late Game relativ viel bringen. Soviel zu diesem Video. Tut mir leid, dass ich keine wirklich gute Lösung für dich habe, wie man schneller an Shards kommt oder schneller an diese Vitalität für diese Events. Irgendwo müssen sie Geld reinholen oder beziehungsweise den Leuten, die es zocken, Geld abknöpfen. Das haben sie leider durch diese Aktion oder durch diese Events. Tut mir leid, aber hoffentlich haben dir meine Tipps bezüglich zum Beispiel Arceus oder den Shards geholfen oder dass du die Möglichkeiten einfach wahrnimmst, wo man das bekommt und versuchst daran zu arbeiten und auch andere Leute natürlich. Denn wie ihr seht, nach einer Woche knapp 50 Shards oder in Anführungsstrichen 50 Shards von Arceus. Das ist gar nicht verkehrt. In 3 Wochen könnte ich schon ein fertiges Arceus haben. Das ist natürlich super. Wie gesagt, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns gleich in der zweiten Folge, wenn ich bam, bam, den Videovorschlag oder den Tipp von Captain Cola mal ein bisschen genauer hinter die Lupe nehme. Bis dann, meine Freunde.